Knorpelschäden heilen nicht von selbst, denn Knorpelgewebe wird nicht durchblutet. Oberstes Ziel der Behandlung ist es immer, eine Arthrose zu vermeiden. Entscheidend ist die exakte Analyse des Knorpelschadens. Nur so kann man eine individuelle, optimale Behandlungsstrategie für den Patienten entwickeln und eine Zunahme des Knorpelschadens meiden. Je nach Schweregrad des Knorpelschadens, dem Alter des Betroffenen und seinem individuellen Bewegungsanspruch sind heute verschiedene Behandlungsmethoden sehr erfolgreich. Im frühen Stadium der Arthrose wird Ihr Arzt in einem minimalinvasiven Eingriff die Knorpelflächen glätten. Denn der Knorpel ist weich und fasert aus. Diese aufgefiederten Fasern werden entfernt, weil sie mitverantwortlich sind für den Entzündungsreiz im Knie. Bei Knorpelschäden nach Verletzung haben sich drei Behandlungsmethoden etabliert. Es sind die isolierten Knorpelschäden, die umschriebenen Knorpelschäden, die wir vor allen Dingen bei jüngeren sportlichen Patienten nach Unfall beispielsweise sehen. Hier kann man den lokalisierten Knorpelschaden operativ hervorragend versorgen und damit den Knorpelschaden tatsächlich heilen. Eine der Maßnahmen nennt sich Mikrofrakturierung. Hier werden isoliert kleine Verletzungen zusätzlich im Knochen gesetzt. Es kommt zum Einbluten an der verletzten Stelle. Dieses Blut gerinnt, bildet eine Blutkruste, schließlich eine Narbe. Es ist vergleichbar mit einer Verletzung an der Haut, wo es ja auch nach einer Einblutung zu einem selbstständigen Ausheilen kommt über eine Narbe. Ebenfalls erfolgreich ist die körpereigene Knorpelzelltransplantation. Hierbei werden in einem ersten Schritt Knorpelzellen aus einer nicht belasteten Stelle des Kniegelenkes entnommen, in einem Speziallabor angezüchtet und dies in einer zweiten Operation auf den defekten Knorpelschaden transplantiert. Das dritte Verfahren, was uns zur Verfügung steht, ist die sogenannte Knorpelknochentransplantation. Hierzu wird arthroskopisch an einer nicht belasteten Stelle ein Knorpelknochenstück entnommen und in den Defekt verpflanzt. Alle Knorpelreparaturen erfordern bis zur vollen Belastbarkeit des Knies Geduld, denn Heilung braucht Zeit. Ihre Mitarbeit ist wichtig für den langfristigen Erfolg. Bereits kurz nach dem Eingriff wird das Knie mobilisiert, die Muskulatur mithilfe professioneller Physiotherapie gekräftigt. Das hat einen guten Grund. Entscheidend ist, dass die Spannung, die in einem Gelenk herrscht, ideal ist. Man kann sich vorstellen, Gelenke, die zu locker geführt sind, führen zu einem vermehrten Verschleiß, aber auch Gelenke, die zu straff geführt sind, erliegen einem vermehrten Verschleiß und das soll unbedingt verhindert werden. Denn gut funktionierende Gelenke sind Voraussetzung für ihre Mobilität. Das orthopädische Ärzteteam der Klinik am Ring hat zum Ziel, dass sie ihre Mobilität nicht verlieren und ihre Lebensqualität für lange Zeit erhalten bleibt.